Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von unserem Müfrag nach Quiz. Auch heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns zu Besuch, auf den wir uns sehr freuen. Lieber Ulf, möchtest du dich einmal vorstellen? Mahlzeit, ich bin Ulf, ich bin der Bastelwastel von Starter Factory hier am Fraunhofer IZM und kümmere mich ja, so ein bisschen als Freund und Helfer in der Not für Startups mit ihnen zusammen um ihre Entwicklung. Ja, und Startups und Innovation sind auf jeden Fall auch genau unser Thema heute. Wir haben drei Fragen für dich vorbereitet und wenn du bereit bist, würde ich sagen, wir starten einfach mal direkt mit der ersten, die dann nämlich lautet: Was ist denn eigentlich die SAF? SAF, also die Abkürzung für Starter Factory, ist das Bällebad für Ingenieure und für alle oder IngenieurInnen, also für alle, die in dem Bereich überhaupt irgendwas entwickeln. Hier kann man wirklich mal in Ruhe Sachen ausprobieren, ohne dass man gleich den großen Leistungsdruck von der Serienfertigung hat oder sonst was. Und wir können hier auch erstmal an wirklich echtem Produktionsequipment ausprobieren, welche Fallstricke es später bei der Serienfertigung geben könnte oder was zum Beispiel in welcher Iteration nochmal bedacht werden muss. Zusammen mit dem Haus können wir dann auch gucken, welche Tests hier gemacht werden müssen und so weiter und so fort. Also ihr seid praktisch diejenigen, die Leuten ganz am Anfang ein bisschen unter die Arme greifen. Du hattest es eben schon ein bisschen anklingen lassen. Wir wollen es in der zweiten Frage nochmal aufgreifen. Wer genau kann denn dabei euch dabei sein? Alles und jeder, der auch nur ansatzweise eine Idee hat, die mit Hardware zu tun hat, also es muss Elektronik mit drin sein. Deshalb egal, ob es jetzt um eine Integration nur in ein anderes Gehäuse geht oder ob es wirklich um eine Neuentwicklung geht. Wir können hier von der Computersoftware und unten auch wirklich alles an Produktionsequipment. Wir können jedem weiterhelfen. Wir versuchen ja einfach nur, die Löcher zu stopfen, die sie vielleicht oder die blinden Flecken, die sie vielleicht irgendwo in dem Wissenspool haben, den sie eigentlich haben müssten, um in Richtung Serie zu kommen. Also, du gibst wahrscheinlich als Bastelwaste jeden Tag relativ viele Tipps den ganzen Startups mit auf den Weg. In der dritten Frage wollten wir gerne nochmal von dir wissen, welchen, oder wenn du jetzt so einen Tipp nehmen müsstest, welchen Tipp würdest du diesen Tech-Startups gern mit auf den Weg geben? Das Wichtigste ist einfach wirklich erstmal zu gucken, was mache ich, wie ist die Marktsituation, wie ist die Lücke. Bloß weil ich jetzt hier gerade eine tolle Entwicklung habe, kann es durchaus sein, dass unten am Rosenthaler jemand, der genau dieselbe Idee hat. Und da muss man wirklich genau den Punkt rausfinden, was macht mich einzigartig. Nicht so viel ständig schon über das Businessmodell nachdenken. Und wie Lemmy von Motorhead so schön sagte, Glück ist was für Arschlöcher. Also man muss einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das heißt nicht immer Folien polieren, aber erstmal ist es auch wichtig, ein tragfähiges Konzept zu haben und zu wissen, wo man technologisch hin will. Also, ich hoffe, heute hören viele Tech-Startups zu. Ohne Fleiß keinen Preis und findet euren Unique Selling Point. Das ist auf jeden Fall schon Gold wert, glaube ich. Dann sagen wir an der Stelle auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du heute mit deinem Know-how hier dabei warst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald am IZM. Jo, bis dann. Tschüssi. Danke. Ciao.